Has the relative greater stability and prosperity in the GDR made the regime more tolerant in general, more tolerant of literature? Ja, ob es der hohe Lebensstandard ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Staat überhaupt seine Ziele verändert hat. Während vor 20 Jahren die ideologischen Dogmen sehr viel stärker waren, stehen nun so ökonomische und ganz pragmatische Probleme im Vordergrund. Also das sieht man an der Rolle, die die andere Währung, also die westdeutsche Währung oder überhaupt westliche Währung im Land spielt. Oder dass also die Leute über solche ökonomischen Zugeständnisse auch zufriedengestellt werden. Ich glaube, dass der hohe ideologische Anspruch, so zweifelhaft er ja war und so wenig er uns auch gefallen hat, aber dass er sowieso aufgegeben wurde. Und es wird eigentlich auch immer hohler, was in der Zeitung steht. Es glaubt auch keiner mehr. Ich glaube, das glauben auch nicht die, die es schreiben. Und dass der Staat in Fragen der Literatur großzügiger wird, liegt, glaube ich, zum einen an dieser pragmatischen Denkungsart, zum anderen daran, dass sich die DDR ja auch also durch die diplomatische Anerkennung in vielem öffnen musste. Es sind Journalisten im Land, es wird anders über die DDR berichtet. Die Rolle des Westfernsehens in der DDR ist ja sowieso noch eine ganz spezielle Sache. Also die Leute sehen ja ohnehin alles, was sie sehen wollen. Ich glaube, da kommt viel zusammen. So eindeutig würde ich es nicht nur darauf schieben wollen, dass der Lebensstandard höher ist. Denn im Vergleich zu Westdeutschland, und das ist das, was die Leute hier als Vergleich nehmen und woran sie das eigene Land messen, ist er ja immer noch nicht sehr glänzend.